magisches Haustier Morphle kann sich in alles verwandeln. Los geht's! Lasst uns den heutigen Tag magisch machen. Morphle, verwandle dich in mich. Ja! Jetzt zieh das an und wir können Papa und unseren Freunden Streiche spielen. Du siehst genauso aus wie ich. Morphle ist Mila. Oh, du bist es, Mila. Ich hab dich nicht kommen sehen. Das liegt daran, dass ich noch hier oben bin. Oh, dann musst du Morphle sein? Hey, Mila, willst du und Morphle spielen? Morphle nicht hier, aber Mila spielen? Toll, gehen wir. Hi, Mila. Hi. Was sollen wir spielen, Mila? Du kannst dir so gut lustige Spiele ausdenken. Fangen? Ja, okay, Mila, du fängst. Also können wir ihnen ihr Spielzeug klauen. Großartige Idee! Hey, der gehört uns! Danke für den Hula-Hoop-Reifen! Gib ihn zurück! Mila! Hey, das ist nicht nett! Was passiert hier? Lass mich runter! Es gibt zwei Milas! Hey, komm zurück! Hat es dir Spaß gemacht, ich zu sein? Ja, aber Morphle am liebsten ist Morphle. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Meine Erfindung ist fertig. Ich habe ein Jugendserum erfunden, das ich an meine Assistentin vorführen werde. Oh, das ist so süß. Ich weiß nicht, wie man sich um ein Baby kümmert. Du musst sie zu ihrem Papi bringen, während ich ein Gegenmittel herstelle, um sie zurückzuverwandeln. Mila? Papi! Papi! Mila, nicht weinen! Mila, hungrig? Ah!
Bestellt. Ausgezeichnet! Was war das? Oh, nichts. Danke. Tschüss, tschüss. Hast du alles mitgebracht? Jawohl. Perfekt. Oh, seht mal, das sind die Banditen. Seht, es sind die Banditen. Nein! Oh! Psst! Morphel! Mila? Wo Ball? Vergiss den Ball, wir gehen jetzt! Jetzt? Komm mit mir! Okay! Morphel, willst du noch ein Spiel spielen? Nein! Okay! Möchtest du nach Hause gehen? Nein! Hast du irgendeine Idee? Nein! Morphel, hol das Eis dort! Mila, keine Bezahlung? Mila? Du verhältst dich sehr seltsam, Morphel. Du willst dich nicht mal verwandeln. Nein! Du sagst nur nein, nein, nein! Papa! Morphel benimmt sich komisch. Schau, Mila, es ist nicht sehr nett, sowas zu sagen. Hey, Morphel, möchtest du ein Eis haben? Nein. Du willst kein Eis? Da muss was nicht stimmen. Was? Hä? Siehst du, dieser Morphel ist nicht echt. Die Banditen. Morphel, hol jetzt den Ball da. Hey. Oh, nein. Das ist Milas Papi. Hey, Mila. Was machst du denn da? Du weißt schon, Mädchenkram. Morphel, hier drüben. Na, okay dann. Mach du das. Bye, bye, Mila. Tschüss, Papa. Jetzt wird noch mehr Unfug gemacht. Morphel? Mal die Wand an. Nein. Verwandle dich in... Ein Polizeiauto. Nein. Ein Feuerwehrauto. Nein. Dann eben in einen Elefanten. Nein. Das ist Robo-Freeze, ein verbrechenbekämpfender Roboter, der aussieht wie Officer Freeze. Also der Typ sieht ja spitze aus. Robo-Freeze kann auf drei Arten reagieren. Gar nicht, gemäßigt und rigoros. Führen wir das einfach mal vor. Mila, schmeiß doch mal Abfall auf den Boden. Bitte heben Sie den Müll auf. Morphel, verwandle dich in eine Greifzange. Morphel, Morph, Morph! Danke.
Du bist eine gute Mitbürgerin. Lasst mal sehen, wie er bei Rigoros reagiert. Achtloses Wegwerfen ist die Krankheit. Ich bin das Heilmittel. Sie sind festgenommen. Was soll das denn? Lass mich runter! Also vielleicht war Rigoros doch etwas zu rigoros. Muffel, wir müssen Robofreezes Schalter auf gar nicht umstellen. Folgt mir. Stillgestanden. Sie sind festgenommen, da sie den Rasen platt treten. Aber ich lief doch gar nicht auf dem Rasen. Sie hatten es aber vor. Hä? Muffel, drück seinen Schaltknopf. Robo-Raketenrucksack aktiviert. Muffel, verwandle dich in einen Superheldenanzug. Muffel! Und los! Schneller, Muffel! Er ist zu schnell, Muffel. Wie fängt man einen Polizisten bloß ein? Indem man ihn anlockt mit ganz vielen Verbrechen. Ihr Kahn ist zu laut. Sie sind festgenommen. Was? Ich werfe jetzt Müll auf den Boden. Sie verbleiben im Fahrzeug, Bürgerin. Ich komme wieder. Da kommt er. Muffel, verwandle dich in ein Polizeiauto. Muffel! Nicht fallen lassen. Sie sind festgenommen. Zuerst müssen Sie mich mal fangen. Robofreeze gefangen. Lass mich hier raus. Festgenommen wegen zu rigoroser Rigorosität. Also, dass ich mich mal selbst verhaften würde. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Hab dich! Du bist dran, Daddy. Hey, Phoebe! Ich kriege dich! Wir spielen Fang. Haha, ihr kriegt mich nie! Wir fangen sie. Hm? Wo sind sie? Mila, Muffel, kommt raus, wo immer ihr seid. Wo könnten sie sein? Psst. Hallo. Hey. Muffel in ein riesiges Superbike. Dich. Ich glaube, sie sind im Schlafzimmer. Hab dich! Du bist...
Hokus Pokus Kürbiswolke! Sie verstecken sich unter dem Bett. Du bist dran. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Danke, Morphle. Es ist soweit. Mit dieser Erfindung wirst auch du dich verwandeln können. Genau wie Morphle. Morphle,
Wow! Es tut mir so leid, Professor Rashid. Ich habe die Erfindung kaputt gemacht und kann nicht mehr morphen. Kein Problem. Das ist im Nu repariert. Zurückhaben, Professor Rashid. Ich überlasse das Morphen lieber Morphe. Yay! Jetzt bauen wir. Was ist das für ein Krach? Oh, hallo, Mr. Vanderbus. Wir bauen ein Baumhaus. Das wird unser Clubhaus. Ein Clubhaus? In einem Baum? So ein Unsinn! Ein Baumhaus zu bauen ist nicht einfach. Sowas könnt ihr gar nicht. Ich glaube schon, Mr. Vanderbus. Sie werden sehen. Hä? Zuerst müssen wir alle Bretter auf die richtige Länge schneiden. Ich glaube, eine Schere ist nicht stark genug dafür. Morphin? Morphin, eine Säge. Jetzt bauen wir sie zusammen. Schau dir diese Amateure an, Bucky. Ich glaube, dafür brauchen wir Nägel. Morphe, morphe in einen Hammer. Das ist doch niemals ein Baumhaus. Es hat noch nicht mal ein Dach. Nun, so schlecht sieht es nicht aus, denke ich. Und jetzt machen wir daraus ein echtes Baumhaus. Morphe, morphe in einen Kran. Kran? Ja, Kran. Kran, Kran, Kran. Ui. Ja, ja, ja. Sieh dir das an, Bucky. Das ist tatsächlich ein Baumhaus. Halt! Gib mir das Passwort. Morphe weiß nicht. Das Passwort ist Morphe. Morphe! Das ist das allerschönste Baumhaus, das ich je gesehen habe. Komm, Morphe. Wir holen April und Troy und feiern eine Party in unserem neuen Clubhaus. Was ist das Passwort? Das Passwort ist Morphe. Falsch. Das ist das Passwort für deinen Club. Wenn du das Passwort für meinen Club nicht kennst, tja, kommst du nicht rein. Dann macht unser Club halt ein Picknick im Gras und keine Party im Clubhaus. Hallo, Bucky. Willst du zum Club gehören? Kann ich auch zu eurem Club gehören? Natürlich, Mr. Vanderbus. Das ist toll. Warum feiern wir dann nicht eine Party im Clubhaus? Nein. Da, bitte sehr. Zwei kleine Roboter, wie bestellt. Perfekt. Wie bitte? Oh, nichts. Danke. Auf Wiedersehen. Hast du alles dabei? Ja. Perfekt. Also, schauen wir mal, ob es funktioniert. Schau, es sind die Banditen. Schau, es sind die Banditen.
Dieser Plan wird hervorragend funktionieren. Psst. Morphe. Mila! Wo ist dein Ball? Vergiss den Ball. Wir spielen jetzt ein anderes Spiel. Nun, komm mit mir mit. Wolltest du den Ball auch holen? Nein. Oh, willst du ein anderes Spiel spielen? Nein. Oh, okay. Willst du nach Hause gehen? Nein. Hast du eine andere Idee? Nein. Morphe, hol die Eiscreme. Mila, nicht spielen! Mila! Du nimmst dich sehr seltsam, Morphe. Du willst dich auch gar nicht verwandeln. Nein. Du sagst immer nur nein, nein, nein. Papa, Morphe ist komisch. Aber Mila, das ist wirklich nicht nett von dir. Hi, Morphe, wie geht's? Nein. Willst du denn Eiscreme haben? Nein. Kein Eiscreme? Da stimmt was nicht. Das tut mir leid, Morph. Hey, warte mal kurz. Na, ich sag's doch. Dieser Morphe ist nicht echt. Die Banditen. Morphe, wirklich holen Ball? Ja, Morphe, du holst den Ball jetzt. Ha, ha. Oh, sieh ihn dir an. Er macht sich bereit. Oh, hey, Morphe. Willst du mit uns Ball spielen? Hey! Papa, da drüben! Oh nein, es ist Milas Dad. Bleib cool, Jorn. Hey, Mila. Was machst du da? Ja, weißt du, Mädchenzeug. Psst, Morphe, hier drüben. Na gut dann. Mach du nur. Bis später, Mila. Wiedersehen, Papa. Sehr gut, Jorn. Es folgt jetzt der nächste Streich. Morphe? Bemal die Wand. Nein. Nein. Gib mal her. Morphin ein. Ein Polizeiauto. Nein. Ein Feuerwehrauto. Nein. Dann ein Elefant. Nein. Hallo, Polizeiofficer Freeze. Oh, was machen Sie denn hier so früh? Ich konnte es nicht erwarten, dich abzuholen. Los geht's. Was? Was? Wohin bringst du Mila? Ich bringe Mila ins Gefängnis. Kein Strafzettel. Ich will hier wirklich nicht allzu lange bleiben. Morphe, hilf dem Polizisten mehr! Weg! Weg, sag ich! Raus aus meinem Garten! Was machst du denn hier, Morphe?
Was machst du denn? Du sehr gemein zu Vögel. Morphel, Polizeiauto, du geh in Gefängnis. Du kannst nicht Leute einfach ins Gefängnis bringen, Morphel. Oh nein! Was? Das war echt lustig. Oh Mann! Viel Müll! Oh, wie toll! Wo sind meine Reifen hin? Was? Ein Strafzettel wegen Müll? Du kannst nicht sein auf Gras! Ich darf nicht auf das Gras in einem Park? Warum sollte ich... Morphe gibt dir Strafzettel. Das ist doch unglaublich. Kinder heutzutage. Das ist toll. Einfach toll. Das war toll. Ab jetzt wirst du immer dran denken. Bleib auf freiem Fuß. Huh? Morphe? Nicht im Gefängnis? Nein, ich war nie im Gefängnis. Polizeiofficer Fries hat mich rumgeführt in der Polizeistation. Oh! Aber Morphe wollte befreien Mila. Dann Morphe bringt Verbrecher in Gefängnis. Was? Oh nein. Du kannst nicht einfach so Leute verhaften, Morphe. Ich hatte viel Spaß mit unserem winzigen roten Freund. Morphe, komm, wir spielen Papa einen Streich. Oh. Ja. Verwandle dich in mich. Jetzt zieh diese Klamotten an. Du siehst genauso aus wie ich. Ja. Okay, lass uns den Streich spielen. Oh, du bist's, Mila. Ich hab dich nicht die Treppe runterkommen sehen. Das ist, weil ich immer noch hier oben bin. Hä? Aber... Ah, also du bist dann sicher Morphel. Ja. Hey, Mila, wollen du und Morphel spielen kommen? Mila, Morphel ist nicht da. Oh. Aber Mila spielen. Super, lass uns gehen. Troy hat nicht gesehen, dass es Morphel ist. Hi, Mila. Was sollen wir spielen, Mila? Du bist immer so gut darin, dir lustige Spiele auszudenken. Ja, genau. Fangen? Okay, Mila, du bist dran. Was? Wow. Ja. Wow. Jetzt musst du nur noch Sarah fangen. Aber wo ist sie? Ich bin hier im Baum. Ich glaube, ich kann nicht mehr runterkommen. Oh je. Mila, helfen! Warte mal, du bist nicht Mila, du bist Morphel. Oh. Danke, Mi. Morphel. Ja, ja. Es sieht so aus, als wäre Morphel nicht bei euch. Oh je. Aber Stein, ist das nicht Morphel? Und ohne Morphel können wir euch ganz viel ärgern. Aua.
Du bist so klein. Lass mich los. Du bist total wehrlos. Woher kam denn dieser Ball? Au! Was ist hier los? Lass uns hier wegsteigen. Ja. Ah. Buh. Ah. Da ist Mila schon wieder. Ah. Lass uns in Ruhe. Ja. Du hast sie gut reingelegt, Morphel. Ich langweile mich so ohne Morphel. Komm, wir suchen ihn. Es ist Mila. Oh nein. Hä? Morphel, ich habe Limonade für euch gemacht. Limonade! Oh, oh, ups. Oh, ich räume später auf. Zuerst muss ich mein Buch zu Ende lesen. Oh nein, Morphel-Turm! Mila, du zerstören Morphel-Turm! Ich hab deinen Turm nicht zerstört. Oh! Du hast meine Zeichnung ruiniert, Morphel. Nein, Morphel nicht. Nein, nein. Hm, wie wär's, wenn ihr zwei was anderes machen würdet? Ja. Klar. Ich bin Professor Evil. Mr. Action ist hier, um dich zu stoppen. Morphis Mr. Action. Klar. Ich habe eine Maschine gebaut, die jeden sofort einschlafen lässt. Oh nein, Mr. Action, stopp dich. Das ist so spannend. Au. Ich räume das mal weg. Okay. Ha, wo war ich noch? Du hast noch nicht gewonnen, Mr. Action. Mit der Hilfe von... wo ist die Truhe hin? Mr. Action! Warum hast du die Truhe weggeräumt? Morphel, nicht weg, Truhe! Mila, bau es wieder auf! Dein doofes Gebilde nicht zerstört! Gebilde nicht doof? Mila ist doof! Weißt du was? Ich werde ohne dich weiterspielen. Nein! Morphel spielen ohne Mila! Morphel spielen ohne Mila! Da, 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 da. Wusch! Keine Mila, kein Spaß! Morphel hätte bestimmt eine Idee. Das war ein tolles Buch. Morphel tut leid. Ich hätte nicht so wütend werden sollen, dass du meinen Buntstift gebrochen hast. Hm? Oh, das war nicht Morphel. Das ist leider mir passiert. Was? Was? Denn auch Morphels Turm umgestoßen? Ja. Und das Spielzeug weggenommen? Ja. Und zerstört Stöckchengebilde? Vielleicht. Mila und Morphel wieder Freunde? Na klar. Tut mir leid, dass ich das alles angestellt habe, ihr zwei. Es tut mir leid, dass ihr wegen mir gestritten habt. Darf
ich denn auch euer Freund bleiben? Na klar, Papa! Ja! Oh. Besiegt, Herr Archen. Herr Archen gewinnt wieder. Herr Archen, Superheld. Ich wünschte, ich wäre eine echte Superheldin. Okay, Mila, Superheldin. Ich habe keine Superkräfte. Du bist albern, Morphle. Morphle hat? Jetzt, Mila, Superheldin. Wow, danke, Morphle. Du! Oh nein! Komm zurück, Bella. Mila, die Superheldin, wird Bella für dich zurückholen. Mila, die Superheldin, wird deinen Wagen aufhalten. Keine Sorge. Danke, Mila. Ihr habt meine Eiswagen gestoppt. Vielen, vielen Dank, Mila, die Superheldin. Keine Ursache, Sir. Das ist, was Superheldinnen tun. Mila, schau mal. Noch einmal, John. Okay, Stein. Ja, 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 ja! Fahr weg, Jorn! Aber wir stecken fest! Ja! Es ist so schwer! Danke, Mila, die Superheldin. Ja! Superhelden helfen Menschen. Aber wisst ihr, was sie auch tun? Nein, was tun sie auch? Sie stecken Banditen ins Gefängnis. Ist alles okay? Ich weiß, was dich aufheitern wird. Meine Erfindung ist fertig. Kommt und schaut. Das ist mein neues Jugendserum. Ich zeige es euch an meinem Assistenten. Das ist so süß. Bitte. Heilige Reagenzgläser, Morphle. Wie
kümmere ich mich bloß um ein Baby. Oh, weia, Morphle, du musst sie zu Papa bringen, während ich ein Gegenmittel erfinde. Oh, weia. Morphle? Papa! Oh, oh nein! Mila, nicht weinen! Mila, hungrig? Ganz viele Roboter. Perfekt. Ich bin so froh, dass ihr die letzten mochtet. Aber wofür braucht ihr sie, wenn ich fragen darf? Schon gut, Professor. Und bitte, bau einfach mehr für uns. Mila, ich will mein Spielzeugauto zurück. Spielzeugauto? Ich hab dein Spielzeugauto nicht, Roy. Ja, das hast du. Ich habe gesehen, wie du es genommen hast. Wenn du es nicht zurückgibst, sag ich es deinem Papa. Mila hat kein Spielzeugauto. Na gut, wie du willst. Troy, warte! Da bist du ja, Mila. Ich war auf dem Weg zu einem wichtigen Meeting, als du mich mit viel Schlamm beschmissen hast. Aber das würde ich niemals tun. Ich muss nach Hause gehen und mich umziehen, aber ich bin noch nicht fertig mit dir, junge Dame. Das ist verrückt, Morphle. Wir müssen rausfinden, was hier los ist. Verwandel dich in einen Hubschrauber. Morphle, guck mal. Mila macht Chaos. Morphle, das bin nicht ich. Ich bin doch hier. Oh. Es muss ein Roboter sein. Los hinterher, Morphle. Verwandle einen Magneten.
uns ihn ins Gefängnis bringen. Beamter Freeze wird wissen, was zu tun ist. Beamter Freeze, wir haben den Roboter gefangen, der Unsinn gemacht hat. Du meinst, wie der hier? Hä? Was? Wie viele gibt es davon? Professor, wir brauchen mehr Roboter. Ich arbeite so schnell ich kann. Ich bin sicher, die Roboter sind hier lang gelaufen. Da, da, viele Milas. Eis kaufen. Okay. Wir brauchen die Fernbedienung, Morphel. Ich habe eine Idee. Mir nach. Schau, da ist Morphel. Morphel, Morphel. Schnappt ihn! Willst du hin, kleiner Roboter? Was zur? Alle Roboter, fangt die Banditen! Nein, nein, ah, nein! Natürlich steckt ihr dahinter. Es ist echt eng hier drin, Stein. Rück mal, Roboter. Nein, 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 Morphel, Morphel, Eiscreme. Das ist sie, die tollste Achterbahn auf der Welt. Sie hat Loopings, super Kurven und sie ist richtig hoch. Das einzige Problem ist, du musst so groß sein, um mitzufahren. Vielleicht einen bestimmten Professor, der da helfen könnte. Das wird dich in einen Erwachsenen verwandeln. Aber willst du das auch wirklich machen, Mila? Auf jeden Fall. Na gut, los geht's. Mila ist so groß. Mila, bist du das? Oh nein, ich bin Milas Tante. Wow, ihr seht euch so ähnlich. Also, du bist groß genug. Viel Spaß. Yay, yay. Wuhu. Ja. Hui. Ah. Wie war's? Es war mega toll. Und jetzt, wo ich erwachsen bin, ich tun, was ich will. Erwachsen? Komm mit, Morphel. Wer will auf dem Delfin reiten? Ich will. Tut mir leid, Miss, aber Sie sind viel zu groß, um auf dem Delfin zu reiten. Tun, als wäre ich eine Lehrerin, Morphel. Tut mir leid, Miss, aber Sie dürfen hier nicht rein. Ich bin Milas Tante. Ah, ich habe von Ihnen gehört. Sehr erfreut, aber Mila ist nicht hier. Und ich muss zurück zum Unterricht. Wiedersehen. Erwachsensein wird langsam langweilig. Das ist ein Kinderspielplatz, Miss. Ich muss Ihnen eine Strafe geben. Oh, tut mir leid, aber ich kann das nicht bezahlen. Ich habe kein Geld. Dann schlage ich vor, dass Sie sich einen Job suchen. Ja.
will nicht mehr erwachsen sein. Bist du sicher, dass du wieder ein Kind sein willst? Ich war mir noch nie so sicher. Mila, Mila, hast du schon gehört? Was denn? Sie bauen noch eine Achterbahn. Diesmal wird sie noch größer. Das ist schön. Willst du nicht wieder erwachsen werden, um drauf zu fahren? Auf keinen Fall. Erwachsen sein war nicht so lustig, wie ich dachte. Ich werde es genießen, ein Kind zu sein, solange ich kann. Tick, du bist dran. Komm zurück. Komm, wir lesen ein Märchen, Morphel. Ja, Märchen. Okay. Es war einmal, da liefen Mila und Morphel durch einen Wald. Und in diesem Wald sahen sie ein Haus, ganz aus Süßigkeiten. Wow! Sie waren sehr hungrig und wollten das Haus essen. Mm-mm. Oh nein, was passiert mit mir? Mila, Riesen! Aber ich will nicht so groß sein. Komm, wir suchen ein Gegenmittel, das mich wieder klein macht. Ja! Hey, Mila und Morphel, was macht ihr? Ich wurde in eine Riesin verwandelt und jetzt suchen wir ein Gegenmittel, das mich wieder klein macht. Das ist ja toll. Troy, der Drache, wird euch helfen. Der Drache hilft ihnen? Das ist ein bescheuertes Märchen. Wisst ihr, ich habe gehört, man kann alles in dem Schloss da drüben heilen. Super, lasst uns dorthin gehen. Oh nein, ganz sicher nicht. Ich bin ein Pirat. Oh, es gibt eine Belohnung für Riesen. Oh nein! Ich beschütze dich, Riesin Mila. Wow. Ah. Morphel, wir helfen. Morphel Roboter. Oh nein, meine Kanone. Ich muss fliehen. Oh nein, das wirst du nicht. Wir haben dich aufgehalten, Pirat April. Oh nein. Was? Das war viel zu leicht. Was euer Märchen braucht, ist ein böser Zauberer. Nur wenn ihr mich besiegt, kann Mila wieder klein werden. Oh nein, es ist der böse Zauberer. Ihr werdet mich nie besiegen. Das werden wir sehen. Das schicke ich einfach zurück. Aua, das tut weh. Ich werde ihn aufhalten. Du kannst nicht fliegen, wenn dein Ballon ein Loch hat. Wow. Roboter, greif Zauberer an! Ich zaubere ein Portal, damit du nicht an mich rankommst! Ah. Oh nein! Wie können wir den bösen Zauberer aufhalten? Möchte irgendjemand einen Keks? Kekse! Sehr, sehr gerne. Danke. Oh, ich habe eine Idee. Der böse Zauberer kann keine Zaubersprüche sagen, wenn sein Mund voll ist. Mila, die Riesin, greift den bösen Zauberer, damit er nicht entkommen kann. Ich schieße mit meiner Kanone auf ihn. Ja, und ich benutze mein Feuer. Morphel, Lichtstrahl! Wartet! Hey! 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 Hey!
Welches Märchen kommt als nächstes? Oh nein! Hallo, Kleiner. Was hältst du von meinem gruseligen Freund? Was hast du getan, Kleiner? Ich habe Angst vor Kürbissen. Der Preis für den gruseligsten Kürbis geht an... Es ist nicht sicher. Überall sind Kürbisse. Natürlich. Es ist Halloween. Mein Preis hat es auf mich abgesehen. Irgendwas stimmt hier nicht, Morphe. Finden wir es heraus. Ich habe Angst vor meinen Eiern. Immer mit der Ruhe. Tu mir nicht weh. Guck mal, Morphe. Oh nein, ich habe Angst vor Wissenschaft. Es sieht so verschreckt aus. Meine arme Mittens steckt im Baum fest.
Könnt ihr helfen? Klar! Danke, das ist sehr lieb von euch. Danke, Mila. Es ist toll, dass du fliegen kannst. Juhu. Mila und Morphe, könnt ihr helfen? Baki steckt auf dem Dach fest. Super! Danke, Mila. Deine Flugkräfte sind echt super. Hi, Mila und Morphe. Ich habe gehört, ihr könnt jetzt fliegen. Könnt ihr mir helfen, diese Balken auf das Gebäude zu heben? Klar. Mila braucht Morphe nicht. Ich kann den Balken nicht alleine heben. Morphe, kannst du mir helfen? Morphe, wo bist du? Wo bist du, Morphe? Ich konnte wegen Crab fliegen. Und ohne Crab fall ich runter. Morphe, Hilfe! Oh, oh nein! Morphe, hilf! Oh, danke, Morphe. Aber warum bist du weggegangen? Mila braucht Morphe nicht. Was? Ich werde dich immer brauchen, Morphe. Wirklich? Natürlich. Dann sprang das große Monster aus dem Gebüsch und brüllte. So, das war's für heute. Schlaft gut, Mila und Morphe. Oh, gute Nacht, Mama. Morphe erschreckt Mila und Morphe auf. In unserem Garten. Oh, da ist ein Krokodil im Gebüsch. Ein Krokodil? Das sieht für mich wie ein Ball aus. U-Boot.
Hey du, Seemonster. Wir wollen Orphel erschrecken. Willst du uns helfen? Und Morphel, habt ihr euer Zimmer fertig aufgeräumt? Ich will jetzt putzen. Noch nicht, Papa. Morphel, verwandel dich in einen Bagger und räum unser Spielzeug auf. Oh nein, ich habe mein Kunstprojekt für die Schule vergessen und es muss morgen fertig sein. Machen wir es zusammen, Morphel. Verwandel dich in einen Pinsel. Mila, Morphel, wollen wir spielen? Ich muss mein Kunstprojekt machen und... Morphel spielt! Okay, nur kurz. Was ihr Kinder angerichtet habt. Mein Garten ist ein einziges Chaos. Könnt ihr bitte die Blätter zusammenfegen? Tut uns leid. Ja, Herr Wanderbus. Verwandle dich in einen Besen und feg die Blätter auf, Morphel. Mila, Morphel, ich brauche eure Hilfe. Es gibt einen Notfall in der Stadt. Ich weiß nicht, wem ich zuerst helfen soll. Ich wünschte, ich könnte euch allen helfen, aber es gibt nur eine Mila. Aber es kann mehr Milas geben. Mit den magischen Kräften von Haustier Dabbler. Dabbler, vervielfache mich bitte 1, 2, 3, 4 Mal. Morphel weiß nicht, wo ist Mila? Verwandle dich in ein Polizeiauto, Morphel. Nicht in meiner Stadt. Sie sind verhaftet für versuchten Kuchendiebstahl. Mila, Morphel, bin froh, dass ihr hier seid. Könnt ihr diesen wunderschönen Kuchen zu Troy nach Hause bringen, bitte? Natürlich. Dabbler, kannst du mich bitte nochmal verdoppeln? Verwandle dich wieder in ein Polizeiauto, Morphel. Liefern wir den Kuchen aus. Verwandle dich in ein Rennauto. Warte. Hier, bitte. Vielen Dank euch. Morphel, verwandle dich in einen Besen. Verwandle dich in einen Bagger. Morphel, verwandle dich in einen Ball. Morphel, verwandle dich in ein Polizeiauto. Verwandle dich in einen Pinsel. Morphel weiß nicht, wer echte Mila. Tut mir leid, Morphel. Ich bin die echte Mila. Kannst du bitte die anderen Milas alle verschwinden lassen? Mila! Oh. Okay, wir haben wichtige Arbeit zu tun. Danke für eure Hilfe, Banditen. Jetzt haben wir Zeit, euch zur Polizeistation zu bringen. Oh, nein, nein, nein.
Mila! Ich komme, Papa. Orphe will spielen mit Morphe, wie Mila immer. Los, spielen wir in der Stadt. Okay, Mila. Morphe, verwandeln Rennauto. Diese Kekse zu Geraldo für seine Eiscreme-Sandwiches. Aber zerbrich sie nicht. Aha, okay. Morphe, verwandeln, Elefant. T-Rex? Nicht in meiner Stadt. Stopp, Mila und Morphe. Morphe, verwandeln, Rakete. Los geht's. Aber Mila? Los, Morphe. Hey, komm zurück. Frischgebackene Kekse von deiner Tante. Perfekt für meine Eiscreme-Sandwiches. Mila und Morphe, was habt ihr getan? Mila? Oh. Da bist du ja, Mila. Du bist verhaftet, weil du Unruhe stiftest in meiner Stadt. Sie müssen sich irren, Polizist Freeze. Mila war die ganze Zeit bei mir. Da! Mila? Mila? Ich weiß nicht, welche Mila ich verhaften soll. Egal. Orphel, warum tust du so, als wärst du ich? Orphel will Mila sein und spielen mit Morphel. Aber Mila sein ist schwer. Oh, Orphel. Hat jemand Lust auf mein brandneues Keksstreusel-Eis-Spezial? Ja! Hey, Mila und Morphel, seht euch meine neuen Rollschuhe an. Wow! Kommt ihr mit mir in den Park? Ich will ein paar neue Tricks üben. Können wir auch gehen, Papa? Klar. Vergesst eure Rollschuhe nicht. Bis gleich. Aber ich hab doch gar keine Rollschuhe. Du kannst mein altes Paar ausleihen. Die sind irgendwo da oben. Yay! Hier, Louis Lichtgeschwindigkeit Inline Skates. Ah, wie hab ich die geliebt. Danke, Papa. Die sind super. Ups. Na ja, da wächst du rein. Aber noch sind sie zu groß. Ich habe eine Idee. Ich bitte das magische Haustier Inkra, mich groß genug zu zaubern, um in die Rollschuhe zu passen. Inkra, bitte mach mich groß. Es funktioniert. Danke. Wow. Mila, riesig!
zu groß für Papas Rollschuhe. Hey, wir können von hier oben den Park sehen. Da ist Enzo. Groß sein macht total Spaß. Onkel Jorn, sieh mal, da sind Mila und Morphel. Und sie sind Riesen. Ich bin mir sicher, ein magisches Haustier hat Mila so groß gezaubert. Ich will das magische Haustier. Ich will es. Dann kann ich richtig, richtig, richtig großes Eis machen. Entschuldigung, wenn ich nicht mit meinen Freunden spielen kann, will ich nicht groß sein. Mila und Morphel, ich brauche eure Hilfe. Die Banditen verbreiten Chaos. Sie machen alles in meiner Stadt groß. Ho, dich auch. Sie haben sich Inkra geschnappt. Morphel, verwandle dich in ein Rennauto. Ja. Fahr los. Whee! Oh. Inkra, ich hab dich. Morphel, verwandle dich in einen Käfig, um die Banditen zu fangen. Hey, Onkel Jorn, Hilfe! Oh nein! Nicht immer Spaß, groß zu sein. Los, gehen wir in den Park und sehen Enzo bei seinen Rollschuhtricks zu. Dieses Paket kam gerade von Polizist Freeze als Dankeschön fürs Banditeneinfangen. Wow, neue Rollschuhe in genau meiner Größe. Ich kann's kaum erwarten, die Schmetterlingsblume zu sehen, Papa. Oh ja, die nach Banane duftende, schmetterlingsscharffarbene Blume. Beheimatet auf der Dschungelinsel. Und heute ist der Tag der Blüte. Yay! Ich glaube, dass wir sie schon bald finden werden. Ich will unbedingt ein Foto von ihr. Könntest du mir meine neue Kamera reichen, Mila? Animi! Zum Glück hat Animi mit seiner magischen Kraft nicht alle unsere Sachen zum Leben erweckt. Hallo. Sieht aus, als hätten wir einen blinden Passagier. Jetzt hat er alles zum Leben erweckt. Hey, warte! Meine Kamera läuft davon. Mr. Action ist weg. Morphel vermisst ihn schon. Und die Wasserflasche ist auch weg. Holen wir sie uns wieder. Seht mal, Papas Kamera hat ein Foto mit Mr. Action gemacht. Mr. Action! Aber wo ist er? Da sind Bäume, ein Fluss und ein Krokodil. Er ist im Sumpf. Da ist Mr. Action. Morphel, verwandel dich in ein Rennboot, um ihn zu fangen, bevor ihn die Krokodile beißen. Morphel hat Angst. Krokodile beißen. Sie werden dich nicht beißen, wenn du auch ein Krokodil bist. Oh,
Mr. Action zurück in ein Spielzeug. Jetzt ist er sicher. Morphe hat Durst. Keine Sorge, Morphe. Wir finden bald unsere Wasserflasche. Seht mal, noch ein Foto. Ein Affe hat unsere Wasserflasche. Er sitzt in einem Kokosnussbaum. Und ich weiß, dass sie in sandiger Erde wachsen. Sandige Erde? Das muss der Strand sein. Ich kann Bananen riechen. Ich glaube, die nach Banane duftende Schmetterlingsblume ist in der Nähe. Du riechst die Banane, die der Affe frisst, Papa. Und er hat unsere Wasserflasche. Morphe, verwandle dich in einen Affen. Morphe verwandelt nicht. Morphe zu durstig zum Verwandeln. Ich hole die Flasche zurück. Ich komme nicht ran. Mila, schubs mich an. Mimi, zauber unsere Wasserflasche zurück. Seht mal, noch ein Foto. Es ist die Schmetterlingsblume und sie ist am Meer. Hier könnte deine Kamera sein, Papa. Riecht es für euch auch nach Bananen? Animi, zauber Papas Kamera zurück. Oh, Animi. Ich kann's kaum erwarten, meine neue Kamera auszuprobieren. Ich mache ein Foto von der ganzen Familie und hänge es an die Wand. Und wir passen darauf auf, dass alle gut darauf aussehen werden. Morphe, verwandle dich in einen Elefanten. Okay. Jetzt können wir allen eine Dusche geben. Ganz schön sauber. Gut gemacht, Morphe. Oh nein, ich glaube, mein Zahn wackelt. Eine Kamera? Ich will sie haben, Onkel Jorn. Ich tu alles für dich, Winston. Lass sie uns stehlen. Gut, wo ist der Auslöser? Was ist denn? Hey, sie klauen Papas neue Kamera. Wie soll ich denn jetzt unser Spezialfoto machen? Wir holen sie zurück, Papa. Schnell, Morphe. Verwandle dich in den Elefanten. Bitte lächeln! Morphe, verwandle dich in einen Fußwaffel. Das ist nicht gemein. Und jetzt sagt Winston ist umwerfen. Morphe, verwandle dich in einen. Tja,
meine neue Kamera. Danke euch beiden, dass ihr sie zurückgeholt habt. Jetzt können wir das Foto machen. Aber mir fehlt ein Zahn. So kann ich nicht auf das Foto. Sei nicht albern. Dein erster ausgefallener Zahn, das ist ein besonderer Tag. Und weißt du was? Schon ganz bald wird dir ein neuer Zahn an dieser Stelle wachsen. Wirklich? Und jetzt heißt es, bitte recht zahnlos. Warte, ist das eine Fliege auf meiner Brille? Oh. Sag mir, wo der Schatz liegt, Pirat Morphel. Morphel sagt nichts, Pirat Mila. Piratenspielen macht so viel Spaß. Vielleicht können wir Bruder Zeit fragen, ob er uns in die Piratenzeit mitnimmt, um echte Piraten zu treffen. Mr. Action will auch Piraten treffen. Bruder Zeit, bring uns bitte in die Zeit der Piraten. Wow! 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 Sieh dir die ganzen Piratenschätze an, Morphel. Captain Blauhut, wir haben Eindringlinge auf unserem Schiff. Ei, Gelbbart, und sie wollen wohl unsere Schätze klauen, kein Zweifel, jawohl. Nein, gar nicht, sperr sie ein. Gruselige Piraten weg? Ich denke schon, Morphel. Schnell, verwandle dir lange Arme, um den Schlüssel zu holen, damit wir fliehen können. Morphel, Schlüssel fallen lassen, sorry. Morphel, eine Maus. Dann kannst du ganz einfach durch das Gitter krabbeln. Joho, lass uns los. Müssen Mr. Action gestohlen haben. Ah, ah. Keine Sorge, den holen wir uns zurück. Morphel hat Angst. Ohne Mr. Action. Das ist ein besonderes Piratenamulett. Es hat die Macht, seinen Träger sich sehr mutig fühlen zu lassen. Ah. Morph, in ein Rennboot, damit wir die Piraten superschnell erwischen. Die Piraten finden und Mr. Action retten. Morphel hat keine Angst. Morphel hat mutiges Amulett. Das stimmt. Oh nein, die Fußspuren enden hier. Die Piraten müssen diese Lianen hochgeklettert sein. Sie sind zu rutschig. Morphel, verwandle dich in einen Drachen, um uns nach oben zu fliegen. Sieh mal, es ist das Piratenmädchen und sie hat einen Drachen bei sich. Du bekommst niemals unseren Schatz. Geh weg! Hilfe! Morphel, wir müssen ihnen helfen. Bitte tu uns nicht weh. Mit deinem formwandelnden Drachen, du grimmiger, schatzraubender Pirat. Hä? Das ist doch nur mein Zaubertier Morphel. Und ihr seid die grimmigen, schatzraubenden Piraten. Nein, ihr seid das. Wir tun doch nur so, als wären wir Piraten. Wir sind überhaupt nicht grimmig. Sag mal, kennen wir uns irgendwoher? Ich denke nicht, nein. Ich bin Mila. Und ich bin Captain Blauhut.
Und das hier ist mein erster Offizier Gelbbart. Wir sind die verloren und gefunden Piraten. Wir finden verlorene Schätze und bringen sie ihren Besitzern. Wir versuchen herauszufinden, wem dieser hier gehört. Mir, mir, Mr. Action, mein Schatz. Also, wer will Piraten spielen? Ich. Mila, Morphle, habt ihr meine Brille irgendwo gesehen? Ja, Papa, sie sind genau hier. was ist das denn? Mein Apfel ist plötzlich ein Ball. Wer ist denn dieser süße Fratz? Na klar! Blazie! Zaubertier! Mit der Kraft, jeden Gegenstand in ein Spielzeug zu verwandeln. Wie konnte ich dich nur vergessen? Ich erinnere mich, wie der Weihnachtsmann ins Zaubertier-Center kam und sie vorstellte, damit sie ihm und seinen Elfen helfen konnte, Spielzeug für alle zu machen. Wir können sie nach Hause bringen und rechtzeitig zum Weihnachtsessen wieder hier sein. Yay, Weihnachtsmann! Blazie! Ein magisches Haustier, das Spielzeug herzaubert. Ich muss sie haben. Ich hab einen Plan. Morphle, verwandle dich in ein Rennauto. Nordpol, hier kommen wir. Zu viel Schnee. Wir brauchen etwas, das auf dem Schnee fahren kann. Morphle, verwandle dich in einen Schlitten. Oh nein, die Banditen verfolgen uns. Morphle, füge Raketenbooster hinzu. Lass uns Spielzeuge herzaubern. Morphle, verwandle dich in einen Schneepflug, um dich auszugraben. Jetzt holen wir uns Blazie von den Banditen zurück. Wir haben es geschafft. Die Werkstatt vom Weihnachtsmann. Weihnachtsmann! Ho, ho, ho! Da bist du ja, Blazie. Ich war so besorgt und habe dich überall gesucht. Sie war im Zaubertier-Center und hat ganz viel Spielzeug hergezaubert. Oh je. Blazie, bitte zauber sie alle zurück, bevor Mila nach Hause kommt. Ho, ho, ho. Danke, dass du sie nach Hause gebracht hast. Gern geschehen, Weihnachtsmann. Morphle! Ihr werdet eingesperrt. Oh nein, das sind die Banditen. Ja, und wir verschleimen jetzt die ganze Stadt. Stopp, nicht den Plan verraten, Dummkopf. Wir müssen sie aufhalten. Morphle, verwandle dich in... Hä? Nicht in meiner Stadt, Mila und Morphle. Was habt ihr da eigentlich vor? Wir müssen diese Banditen einfangen. Was ihr müsst, ist eure schleimige Sauerei sauber machen. Aber wir... Jetzt! Dann waschen wir den Schleim lieber schnell weg. Juhu!
Und jetzt verhindern wir, dass die Banditen die Stadt vollschleimen. Oh, oh. Schleim! Da sind sie. Sieh mal, sie wollen Polizist Freeze zuschleimen. Oh, oh. Muffel, sprüh den Schleim mit deinem Rüssel weg. Aha, ihr zwei schleimt also schon wieder herum. Macht das sauber. Aber wir... Jetzt. Na gut, Polizist Freeze. Juhu! Das da noch. Nicht rankommen. Wir brauchen was, mit dem wir den Schleim erreichen können. Muffel, verwandle dich in ein Feuerwehrauto. Muffel, was? Juhu, geschafft, Muffel. Aber jetzt müssen wir die Banditen einfangen. Auf geht's. Da sind sie. Schnell, Muffel, schieß sie mit einem Wasserstrahl ab. Du schaffst das, Muffel. Also stecken die Banditen hinter allen Schleimattacken? Ja, genau das habe ich versucht, ihnen zu sagen. Tut mir leid, Mila und Muffel. Da war ich wohl etwas... Danke, dass ihr die Stadt sauber gemacht habt. Und ich werde jetzt die bösen Buben von der Straße putzen. Gern geschehen. Und immerhin haben wir die Schleimbanditen gefangen. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Flieger nicht fliegt gut. Edmode, nutze deine magische Wetterkraft, um den Papierflieger anzupusten. Wollen wir einen magischen Tag verbringen und du machst selbst ein paar Loopings? Hä? Okay, Muffel, verwandle dich in einen Ballon. Muffel, mach auf! Edmo, sorg für ganz viel Wind, damit Muffel auch einen Looping fliegen kann. Versucht Mila! Mila! Muffel! Muffel! Oh, Papa, das ist alles nur meine Schuld, dass Muffel weggeflogen ist. Du wusstest nicht, dass sowas passieren wird. Jetzt nichts futtern. Nein, Papa. Muffel liebt Eis über alles. Er wird sich hier eines holen, ganz bestimmt. Mila! Noch immer kein Muffel zu sehen. Vielleicht sollten wir ihm eher zeigen, wo wir sind, anstatt ihn immer zu suchen. Aber wie sollen wir das machen? Diese Musik. Wenn er die hört, holt er sich ganz bestimmt sofort ein Eis. Gute Idee, Mila. Mila! Lecker Eis! Muffel, wie hab ich
einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. So, Mila und Morphe, wollen wir picknicken? Ja, Papa. Juhu, Picknick. Wir gehen in den Park. Pass gut auf das magische Tierzentrum auf, während wir fort sind. Tschüss, ihr alle zusammen. Komm mit, Morphe. Das wird heute ein magischer Tag. Sie sind fort. Und jetzt klauen wir Atmo und mit unserem Bandito-Mobil bündeln wir dann seine Frostkraft. Mmh, nicht übel. Buah. Hab ich. Nun können wir Atmos Frostkraft nutzen und durch diese Röhre abfeuern. Ah, hallo, die Dame. Oh, stört sie das heiße Wetter auch so? Ja, fürchterlich. Wie nett, dass Sie fragen. Ha, frier sie ein. Viel besser, nicht wahr? Das sieht nach dem perfekten Picknickplatz aus. Wow, wow, wow. Hey, wo kommt das Eis denn her? Von den Banditen. Sie haben Atmo und mit seiner Frostkraft vereisen sie alles. Oh, Atmo. Die sind dran. Oh nein, Morphle ist eingefroren. Morphle, verwandle dich in was Riesiges und spreng das Eis. Super gemacht, Morphle. Jetzt müssen wir die Banditen schnappen, bevor sie die ganze Stadt einfrieren. Leute einfrieren? Nicht in meiner Stadt. Stehen bleiben. Aber wir sitzen doch, Officer Freeze. Aufgepasst, Morphle. Schnappen wir sie uns. Geschmolzen hast, Morphle. Jetzt verwandle dich in einen Monster-Eistruck. Super gemacht, Morphle. Oh, wie wäre es damit? Oh nein, mein wunderschöner Eiswagen! Dann lasst uns doch ein Eispicknick machen. Ja, lecker Eis! Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Gut gefangen, Mila. Ja! Der flog direkt in meine Kappe. Hai! Da ist ein Hai! Hai! Oh nein, wir müssen ihn retten. Morphle, verwandle dich in ein Rennboot, damit wir ihn schnell erreichen. Wir sind schon unterwegs. Oh, oh. Morphle hängt fest. Du steckst im Seetang fest. Ich helfe dir, Morphle. Geht es dir gut? Ja, alles gut. Aber weiß nicht, wo der Hai hingeschwommen ist. Der ist einfach weg. Morphle, du musst dich zurückverwandeln, um freizukommen. Hab keine Angst, hier passiert dir absolut nichts. Versprochen, denn wir sind bei dir und der doofe Hai nicht mehr. Spielen wir was? Wie wär's mit folgt dem Anführer hinein ins Wasser? Los geht's! Da ist der Hai schon wieder! Morphle! Moment, dieses Kichern kenne ich doch. Das ist doch Orphel, der sich hier als schrecklicher Hai ausgibt. Er nimmt uns auf die Schippe. Finde ich aber nicht so nett. Nö, gar nicht. Sollen wir Orphel zeigen, wie wir uns wegen seines Streichs gefühlt haben? Morphle, verwandle dich bitte in einen größeren Hai, als er es ist. Morphle!
Schwimm mal um Orphel herum. Das ist kein echter Hai gewesen. Das war Morphel. Du hast uns veralbert. Ich wollte dir zeigen, wie sich das anfühlt. Tut Orphel auch leid. Ich weiß, das war von dir nicht böse gemeint. Orphel nur spielt. Warum spielen wir nicht was zusammen? Ja! Versenken vielleicht? Verstecken im Wasser. Oder Delfin-Polo? Morphel und Orphel verwandeln sich in Delfine und wir reiten sie zusammen. Morphel und Orphel? Der Ball darf nicht ins Wasser fallen. Hi! Das bin nur ich. Überhaupt kein Hai, sondern ein Papa mit seiner Haikapuze. Oh, Papa. Hey, jetzt vielleicht ein Vater-Delfin-Rennen? Ja! Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Die Blumen sehen toll aus, Mila. Aber die Gelben dort drüben könnten mehr Erde brauchen. Morphe hilft! Morphe, Morph, Morph! Wow, danke für die Hilfe, Morphel. Ich glaube, die Blumen wollen jetzt noch etwas Wasser. Morphel spielt! Ach nö, Morphel. Jetzt bist du voller Matsch und alle um dich herum auch. Morphel liebt Matsch. Jetzt bist du ein echter Matschkopf, Morphel. Zu viel Matsch aber. Folg mir, Morphel. Lass diesen Tag magisch werden. Aber auch ein Bad nehmen. Das Wasser hier ist so schön warm. Sieh mal, da kommen noch Blubberblasen rein. Morphel, kein Bad. Jetzt komm schon, Morphel. Zeit zu baden. Halt dich fest, Morphel. Vielleicht, wenn er sich in einen Ball verwandelt? Aber dann hüpft er ja davon. Jetzt hab ich's. Morphel, verwandle dich schnell in einen Pinguin und dann stürze ins Schwimmbecken. Morphel, Morph, Morph. Ich fang dich auf, Morphel. Wow, ein durchflutschender Pinguin. Hi. Hi, Morphel, ich bin dir dicht auf den Fersen. Das muss jetzt mal aufhören. Du verteilst den Matsch überall. Achtung, da vorne ist der Wetterbus. Morphel, verwandle dich jetzt in einen Schwamm, der das Wasser aufsaugt. Morphel, Morph, Morph. Mein schönes Eis. Yay, schönes Eis. Wow. Achtung, Vorsicht, ich bin ja ganz nass. Matsch. Von Matsch bin ich überhaupt nicht begeistert. Ab nach Hause und nehmt diesen Schlamassel mit euch. Tut uns leid, Herr Wenderbus. Und Bello, wird gemacht. Also dann, Morphel, du schwabbelig-schwammiges Schwämmchen. Somit ist für dich Zeit zu baden. Unser Matschkopf war gar kein Quatschkopf. Er badet mit uns. Ganz genau. Und du bist jetzt sauber, Morphel. Also darfst du raus aus dem Bad. Morphel badet jetzt. Morphel bleibt drin. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Wollen wir Verstecken spielen? Oh ja! Aber denk dran, nicht den Garten verlassen, denn die fiesen Banditen könnten ausgebrochen sein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein.
Sind wir doch nicht da? Trag mich! Da fällt mir aber was Besseres ein. Klauen wir einfach dieses Fahrrad. Gefunden. Du bist zu gut bei dem Spiel, Mila. Aber Morphle finde ich nirgendwo. Siehst du ihn irgendwo? Nö, der versteckt sich mal richtig gut. Morphle, komm raus und zeig dich uns, du hast gewonnen. Bitten wir unser magisches Haustier Glitzermops, uns in Morphles zu verwandeln. Wow, danke. Klasse. Ich verwandle mich in ein Rennauto, um ihn schnell zu finden. Und wenn ich fliegen kann, kann ich nach Morphle von oben überall suchen. Ist ja Hammer! Ich bin ein Superheld! Da ist Morphle! Gefangen von den Banditen! Halt mal! Die Brücke fährt da ganz hoch nach oben! Das schaffen wir schon! Ich befehle euch, anzuhalten! Hey! Morphle, verwandle dich in einen Hubschrauber und flieg über die Brücke! Danke, Mila! Nun haben wir unseren eigenen Hubschrauber! Ja! Hey! Was ist denn jetzt los? Mir fällt was ein! Komm mir nach! Morphle, kein Banditenhubschrauber! Schnell! Klauen wir die Fahrräder und hauen ab! Tja. Mila? Ja, ich bin's, Morphle. Spring rein. Wir bringen die Banditen dahin, wo sie hingehören. Entschuldigung. Nächstes Mal, Morphle macht, was Mila sagt. Alles gut. Mit verwandelbaren magischen Freunden ist jeder Tag einfach magisch. Papa wird den Kuchen hier ganz sicher lieben, Morphle. Sieht lecker aus. So schwer wie Papa mit uns zu kämpfen hat, verdient er auch mal eine Aufmerksamkeit. Oh, Kuchen. Morphle isst Kuchen. Hey, stell den zurück. Wir müssen uns diesen Kuchen zurückholen. Morphle, verwandle dich in einen Hüpfball. Morphle? Morph, Morph! Her mit dem Kuchen, Morphle. Nee. Was soll das denn? Morphle tut leid. Du. Nicht ist Papas Kuchen. Morphle, verwandle dich in ein Rennauto, damit wir Morphle einholen. Morphle, Morph, Morph. Nicht schon wieder. Das ist unser Kuchen für Papa. Kommt her und holt ihn. Morphle bringt Papa um seinen Kuchen. Wir müssen den zurückholen. Morphle, verwandle dich in einen Roboter. Dieser Tag kann immer noch richtig magisch werden. Morphle, Morph, Morph. Das ist jetzt das dritte Mal.
Mal heute. Tut mir leid. Na. Super gemacht, Morphle. Du hast ihn gerettet. Sie bekommen nachher auch ein Stück davon, Herr Wenderbus. Hey, wo bleibt Morphle? Den haben wir für dich gebacken. Oh, danke. Und ihr habt das ganz problemlos geschafft? Ganz und gar problemlos. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Ich muss jetzt gehen und etwas erledigen, Morphle. Morphle, mitkommen? Tut mir leid, es ist ein Geheimnis, also musst du hier bleiben. Ist schon okay, ich bin bald wieder da. Mila, mach's gut, Morphle. Oh, was ist los, Morphle? Wo ist Mila? Ich weiß es nicht, aber ich bin sicher, dass sie bald zurück ist. Morphle, Mama. Mila! Mila! Hallo, Morphle. Oh je, was ist denn los? Mila hier? Sie ist nicht hier. Tut mir leid. Morphle, Morph, Morph. Mila hier? Was? Oh. Mila ist nicht hier. Lass mich runter, Morphle. Wow. Mila, hier? Hä? Nein, Morphle, sie ist nicht hier. Nein, Morphle. Ich bin sicher, sie ist hier irgendwo. Wo ist Mila? Morphle weint? Nicht in meiner Stadt. Komm schon, Morphle. Trockne deine Tränen. Mila wartet zu Hause auf dich. Nicht so schnell, Morphle. Du hast den Hinterhof noch nicht überprüft. Überraschung! Überraschung! Mila! Wir wollten dir mit einer Party dafür danken, dass du so ein tolles, magisches Haustier bist. Jeder Tag ist ein magischer Tag mit einem magischen Haustier und guten Freunden. Alles hat seine Farbe verloren. Wow! Morphle, verwandle dich in einen magischen Pinsel. Morphle, Gras ist nicht blau, es ist grün. Thank you.
war grün. Mein Licht war grün. Weiß. Ah. Aha. Du bist also diejenige, die ganze Farbe aus der Stadt gestohlen hat. Das solltest du nicht tun. Eine Welt ohne Farben ist nicht lustig. Tigerlustig! Ja, das ist lustig. Lasst uns noch mehr Tiere in lustigen Farben malen. Oh, da bist du ja, Cromer. Ich habe dich schon gesucht. Es gibt viele Probleme in der Stadt, weil du alle Farben weggenommen hast. Morphle kann Cromer helfen, alles wieder in den ursprünglichen Farben anzumalen. Es scheint, sie hatten recht. Bitte, sie zuerst. Wow, du hast schon alle Probleme in der Stadt gelöst. Morphle und Cromer sind ein wirklich tolles Team. Einfach von unserem Grill. Morphle,
Morphe auch in einen Drachen. Jetzt versuche ihn zu verscheuchen. Perfekt. Morphe, Morphin, einen Heißluftballon. Yay! Willkommen zu meiner Geburtstagsfeier. Mila! Hier, dein Geburtstagsgeschenk. Danke, Papa! Schau, Morphe! Papa hat mir einen Ballon zum Geburtstag geschenkt. Oh! Oh nein! Der Wind hat mein Geschenk weggeweht. Wir fliegen hinterher, Morphe! Flieg! Nimm dein Fernglas mit, Mila. Danke, Papa. Tschüss. Tschüss. Ich habe irgendwo hier meinen Hut verloren. Aber wo? Da ist er ja. Bitte schön. Vielen lieben Dank. Kein Problem. Viel Glück bei deiner Suche. Tschüss.
endlich ist jemand zu meiner Party gekommen. Herr Wolke? Kann ich den Ballon haben, bitte? Es ist mein Geburtstagsgeschenk. Dein Geburtstagsgeschenk? Ich dachte, jemand hätte ihn mir geschickt. Zu meinem Geburtstag. Es ist auch dein Geburtstag? Danke! Yay! Tschüss! Der Arme! Niemand ist bei seiner Party! Denkst du auch, was ich denke? Da sind wir! Hallo! Hurra! Herzlich willkommen! Herzlichen Glückwunsch, Herr Wolke! Herzlichen Glückwunsch, Mila! Wir müssen alle diese Maschinen zur neuen Baustelle bringen. Los, zur neuen Baustelle! Nicht in meiner Stadt. Hier sind wir. Das ist die neue Baustelle. Hey, hier ist ja schon ein Laster. Ja, es ist der einzige Laster, den wir nicht bringen mussten. Er kam von ganz allein. Es ist ein Roboter-Müllwagen. Professor Zong hat ihn uns gegeben. Ich erinnere mich an dich. Bauarbeiter Lawrence, all deine Maschinen sind von deinem Laster gefallen und das verursacht Chaos in meiner Stadt. Oh, du hast recht. Der Laster ist leer. Was machen wir jetzt bloß? Morphe und der Robotermüllwagen können alle Maschinen suchen. Ja, das ist eine tolle Idee. Morphe, verwandle dich auch in einen Müllwagen. Okay, hier ist ein Spiel. Wer die meisten Maschinen findet, gewinnt. Okay, Morphe, auf los geht's los. Schon die erste Maschine. Aber wir finden die nächste. Schau, Morphe, die Leute stecken fest im Zement. Morphe, verwandle dich in einen Presslufthammer.
Wer das nächste Fahrzeug findet, gewinnt. Da ist es, die Abrissbirne. Oh nein, die Schlammbanditen haben sie geschnappt. Gar nicht mehr die Schlammbanditen. Wir sind jetzt die Abrissbanditen. Und gleich reißen wir dieses Haus hier ab. Nein! Das ist unser Haus. Morphe, verwandle dich in einen Roboter. Abrissbanditen werden zurückschlagen! Wir helfen dir mit deinem Haus. Wir sollten aufhören zu spielen und zusammenarbeiten. Willkommen zum großen Hausbau-Wettkampf. Das sind unsere Mitspieler. Die Regeln sind einfach. Bau ein sehr schönes Haus, woraus auch immer du willst. Wir werden unser Haus aus Stein bauen. Unseres wird aus Zuckerwatte gebaut sein. Wir werden die beste Sandburg bauen, die ihr je gesehen habt. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh, nein. Ich habe den Zement vergessen. Diese Steine werden nicht zusammenhalten. Wir müssen ihnen helfen, Morphe. Verwandle dich in ein Zementlaster. Vielen lieben Dank, Morphle. Jetzt haben wir vielleicht wieder eine Chance. Au, Backe. Dieser Zucker klebt nicht ganz so gut, wie ich dachte. Wie denkst du, könnten wir ihnen helfen, Morphle? Honig? Ja, lass uns Honig holen. Dankeschön. Das ist perfekt. Jetzt können wir endlich unsere eigene Sandburg bauen. Die Zeit ist fast um allerseits. Oh nein! Warte, Morphle. Ich habe eine Idee. 3, 2, 1 und das war's. Sehen wir uns die Ergebnisse an. Ah, sehr schön. Und stabil. Wunderschön. Und lecker auch. Wow, das ist fantastisch. Und so groß. Ihr habt den Preis verdient. Ich bin drauf reingefallen. Aber ihr habt kein Haus. Und ich kann euch den Preis nicht geben. Das ist okay. Wir sind glücklich, dass wir den anderen Teams helfen konnten. Dann gebe ich diesen Preis an Sie. Für das Bauen dieses
leckeren Hauses. Vielen, vielen Dank. Ohne Mila und Morphle hätte ich es nicht geschafft. Und als Belohnung dürft ihr beiden das ganze Haus alleine essen. Ja! In ein Weihnachtsrentier. Es gibt dieses Jahr wohl keine weißen Weihnachten, Morphle. Aber ich weiß, wer uns dabei helfen kann. Schnee über die Stadt fallen lassen, damit wir weiße Weihnachten haben? Hier fangen wir an. Ah, Schnee! Und jetzt machen wir Schnee für die ganze Stadt. Stimmt was nicht? Hi, Mila und Morphle. Offenbar bekommen wir doch weiße Weihnachten dieses Jahr. Aber es ist zu viel Schnee. Er verursacht Chaos in der Stadt. Oh, keine Sorge, Professor Rashid. Atmo kann den Schnee schmelzen. Atmo? Oh nein, Atmo ist weg. Ah, ich habe eine Idee. Mit meiner neuesten Erfindung erwecke ich die Schneemänner zum Leben. Und mit ihren Besen können sie den Schnee einfach wieder wegfegen. Wow, toll! Es läuft super! Aber weißt du, wie wir den Schnee noch schneller loswerden? Mit einem Riesenschneemann! Morphle, Morphle in einen Bulldozer, um Schnee für den Schneemann zu sammeln! Schneemann, in der Stadt liegt zu viel Schnee. Kannst du uns helfen und den Schnee wegfegen? Was war das? Lass uns nachsehen, Morphle.
Riesenschneeball die Stadt trifft, ist die Stadt schon wieder mit Schnee bedeckt. Morphe Roboter! Wir kommen gerade rechtzeitig, Atmo. War Atmo bei dir, Santa? Ja, als ich gesehen habe, dass Atmo Schnee machen kann, habe ich ihn gebeten, ganz vielen Orten in aller Welt weiße Weihnachten zu bringen. Lebende Schneemänner? Wow! Ja! Atmo war nicht da und da haben sie dabei geholfen, den ganzen Schnee wegzufegen. Aber ohne den Schnee haben die Schneemänner jetzt nichts mehr zu tun. Naja, ich könnte am Nordpol Hilfe bei den Weihnachtsvorbereitungen gebrauchen. Was sagt ihr? Wollt ihr mir helfen? Keine Sorge, Morphel wird seine magischen Kräfte in 10 Sekunden zurückhaben. Das ist Nolly. Er ist ein neues magisches Haustier, das ich habe. Es kann anderen magischen Haustieren vorübergehend die Kräfte wegnehmen. Deshalb kann ich ihn nicht zusammen mit den anderen magischen Haustieren im Laden aufbewahren. Würdet ihr beide für mich auf ihn aufpassen? Natürlich, Papa. Wir können zusammen Verstecken spielen. Okay, bis gleich. Hast du das gehört? Mit diesem neuen magischen Haustier können wir endlich Morphel besiegen. Oh nein, Morphel verwandelt dich in einen riesigen Roboter. Diesmal nicht. Wo sind sie? Ah, der Kühlschrank ist sehr rot, meinst du nicht? Zapp ihn mal! Wir haben euch! Renn, Morphel! Wieder in etwas zum Verstecken. Morphel kann noch nicht verwandeln. Oh nein, wir müssen warten. Jetzt haben wir euch. Morphel, verwandle dich in einen. Ihr könnt nichts machen. Spiegel. Jetzt kann Nolly seine magischen Kräfte 10 Sekunden lang nicht benutzen. Oh nein! Morphel, verwandle dich in einen riesigen Roboter. Renn, Stein, renn! Was war das? Oh nein! Meine Existenz steht in Flammen! Morphe! Morphe in ein Feuerwehrauto!
Vielen, vielen Dank, Mila und Morphle. Ich weiß nicht, wie das Feuer ausgebrochen ist. Was ist das für ein Geräusch? Oh nein, das Maisfeld steht auch in Flammen. Überall ist Popcorn. Was verursacht nur diese Brände? Seht, ein Drache! Er hat eine Erkältung und niest Feuer! Und er fliegt auf die Stadt zu! Oh oh! Ihm nach, Morphle! Schau, Morphle, der Drache ist fast beim Krankenhaus. Dr. Abraham, wir haben einen kranken Drachen in der Stadt. Oh nein! Hallo, großer Bursche. Ich habe Medizin für dich. Oh nein, ich komme zu spät zur offiziellen Bürgermeisterwahl. Morphle, Morphle in ein Auto. Oh, danke, Mila und Morphle. Mit diesem Zapper, den wir von Professor Rashid gestohlen haben, können wir einfach jeden in Tiefschlaf versetzen. Und während der Bürgermeister schläft, kann uns niemand davon abhalten, die Wahl zu gewinnen. Oh nein! Was jetzt tun? Ich habe eine Idee. Diese offizielle Kette geht an den nächsten Bürgermeister. Und wie jedes Jahr ist der einzige Kandidat der Bürgermeister. Aber wo ist er? Wir sind die neuen Bürgermeister. Die Bürgerbanditen? Verstanden, Stein? Mit uns als Bürgermeister gibt es kostenlose Computerspiele für alle. Ich bin es, der Bürgermeister. Wenn ich der Bürgermeister werde, verspreche ich, bekommt jeder Eiscreme. Kampagne ist toll, Herr Bürgermeister. Saubere Strände ist genau das, was diese Stadt braucht. Hä? Was ist das? Wir werden die Strände richtig sauber machen. Ups. Ups. Du musst ihnen helfen, ich meine, Herr Bürgermeister. Ich helfe euch. Mal sehen, was das Ding kann. Oh nein! Wow, das war großartig, Bürgermeister. Wow.
Der Bürgermeister pflanzt Bäume. Das ist, was die Leute wirklich wollen. Wir schneiden die neuen Bäume wieder ab. Ja, mit dieser großen Heckenschere. Mor! Bürgermeister, Sie müssen sie aufhalten. Wow, Sie haben uns schon wieder gerettet. Und die Wahl ist heute Nachmittag. Der Gewinner der Wahl und der neue Bürgermeister ist der Bürgermeister. Yay! Oh nein! Morphe! Morphe in einen Kran! Danke, Mila und Morphe! Morphin eine Brücke, damit die Autos wieder rüberfahren können. Wow! Wo kommt dieses Loch her? Schau! Eine riesige Haiflosse! Hey! Danke, Mila und Morphe. Seht euch die Gebäude an. Morphe! Morphe wieder in einen Kran! Gut, dass du die Gebäude hochgezogen hast, Morphe. Es war wirklich sehr dunkel da unten. Weißt du, woher diese ganzen Löcher plötzlich kommen, Papi? Ich glaube schon. Schaut mal. Es ist ein Erdhai. Wow! Wow! Hallo, Erdhai. Ich glaube, der Erdhai will in der Stadt keinen Schaden anrichten. Er sucht nur nach einem menschlichen Freund. Stimmt das, Erdhai? Ich glaube, ich habe den richtigen Freund für dich. Der Wald ist voll mit vielen unterschiedlichen Tieren. Nein, nein, nein. Es gibt keine Tiger im Wald. Tiger leben im Dschungel. Aber Bienen und Ameisen leben hier und kleine Hasen. Im Wald. Sie leben in den Ebenen Australiens. Wow, ist das ein Fuchs? Ja, Sarah,
Das ist ein sehr schöner kleiner Fuchs. Affe! Nein, nein, nein! Es gibt keine Affen im Wald. Du wirst hier nie einen Affen rumlaufen sehen. Schau! Affen! Diese frechen Affen sind aus dem Zoo entwischt, als ich sie gerade baden wollte. Wie werde ich sie jemals in diesem Wald finden? Keine Sorge, Zoowärter Kenneth. Ich glaube, wir können helfen. Ein Papagei? Ah, da ist der erste. Ein Hund? Und der zweite. Ein Krokodil? Und da ist der dritte. Tut mir leid, dass ihr baden müsst. Aber wie wär's mit Eiscreme, wenn ihr sauber seid? Affen in diesem Wald. Man glaubt es kaum. Ich glaube, nahezu jedes Tier könnte hier im Wald auftauchen, sobald Morphe in der Nähe ist. Morphe, du bist wirklich das beste Haustier. Also, ich habe jetzt auch ein magisches Haustier. Ein süßes Häschen. Bist du sicher, dass es ein magisches Haustier ist? Ja, natürlich. Seine magische Fähigkeit ist... Guck mal da, die Banditen. Jetzt sind wir die Häschen-Banditen. Mit diesem besonderen magischen Haustier sind wir nicht zu stoppen. Morphe, verwandle dich in ein Polizeiauto. Hinterher, Morphe. Es ist so süß. Aber was kann es denn? Oh nein. Die Banditen sind weg. Wo sind sie hin? Die Fähigkeit meines magischen Haustiers ist... Wenn das Häschen Angst hat, wächst es wie ein Ballon. Ich glaube, es fängt an, mich zu mögen. Oh nein, wenn das Häschen keine Angst hat, fallen wir runter. Erschreck das Häschen, Jorn. Ich werde das Häschen nicht erschrecken, Stein. Es ist mein Freund. Du bist aber ein süßes Häschen, nicht wahr? Guck mal in den Himmel hoch. Wir müssen sie retten, Morphe. Bist du ja. Ich kümmere mich um euch beide. Tschüss, Häschen. Guck mal, Morphe. Unsere Reflexionen in Herrn Spiegel sind so lustig. Das sind sie wirklich, Madame. Hey, Bucky, wo gehst du hin? Oh je. Hey, Bucky ist auf einmal so süß. Ja, ihr seid durch meinen Zauberspiegel in die Spiegelwelt gefallen. Hier ist alles das Gegenteil von dem, was es in eurer Welt ist. Wirklich?
Das klingt seltsam. Ich will zurück nach Hause. Du willst zurück? Nein, in dieser Welt tun magische Haustiere nie, was Menschen ihnen sagen. Oh nein, er ist weggelaufen. Wie kommen wir jetzt zurück? In dieser Welt ist alles genau das Gegenteil von zu Hause. Hallo, Kinder. Hi, Mr. Van der Bus. Ich habe gesehen, wo Herr Spiegel hin ist. Kommt, ich helfe euch gerne. Okay, Morphle, verwandle dich in ein Flugzeug. Ein Flugzeug? Hier gibt's kein Wasser. In dieser Welt kann man nur mit einem Boot fliegen. Schaut, das ist Polizist Peter Freeze. Nicht in unserer Stadt. Wow, sieh mal, Morphle. In dieser Welt ist Peter Freeze ein Bösewicht. Und die Banditen sind die Guten. Herr Spiegel ist zu meinem Lieblingsort gegangen. Dem Zoo. Es macht so viel Spaß, den Menschen zuzusehen. Ah, da drüben. Es ist Herr Spiegel. Herr Spiegel will nicht helfen. Ja, aber ich habe eine Idee. Hey, Herr Spiegel, wir wollen definitiv nie wieder nach Hause. Wir lieben es so sehr in dieser Welt. Ihr wollt definitiv nicht mehr zurück? Wie ich schon sagte, in dieser Welt machen magische Haustiere nie das, was Menschen wollen. Schau, ich glaube, wir sind wieder zu Hause, Morphle. Ach, wie geht ihr schon wieder? Ich mochte die andere Mila und Morphle viel lieber. Die sind mit mir in den Zoo gegangen, um über all die Tiere zu lachen. Seht es euch nur an mit seinen nicht abgespreizten Daumen. Na, ich für meinen Teil bin froh, dass ihr zurück seid. Mein Wachstumsstrahl kann diese Pflanzen in große Bäume verwandeln. Bei meinen Reagenzgläsern, die Batterie wird schwach. Das hat man davon, wenn man billige Kopien kauft. So, jetzt aber. Schau mal, ein riesiger Vogel. Keine Sorge, den schrumpfen wir wieder. Oh nein, es funktioniert nicht. Pterodactylus. Ein riesiger Vogel? Nicht in meine... Hey, gib mir das Sandwich zurück. Ich hoffe, es liegt dir schwer im Magen. Er sucht nach noch mehr zu fressen. Locken wir ihn aus der Stadt. Hey, Vögelchen, schau mal. Schnell, Morphle. Schau, Morphle, es ist Farmer Bobs Farm. Hier hat der Vogel genug zu fressen, bis Professor Rashid kommt. Wo ist mein Mais? Nur noch ein Maiskolben übrig. Wir kümmern uns darum. Wahnsinn! Ein Riesen-Maiskolben. Toll!